Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pescado TV. Es folgen jetzt 11 Folgen aus Uganda, denn Frau Bachmann war ja diesen Sommer in Uganda und hat sich auch unsere Partnerschule angeguckt. Und da ich ja leider nicht dabei sein konnte, habe ich ihr jeden Tag ein kleines Video geschickt mit Fragen, die sie dann beantworten wird. Viel Spaß dabei! Hallo Frau Bachmann, ich hoffe natürlich, Sie haben die zwei langen Flüge gut überstanden und sind jetzt heil in Uganda gelandet. Ich weiß noch damals, als ich in der Nacht in Uganda gelandet bin, ist mir sofort der schöne Sternenhimmel aufgefallen, weil er auch keine Wolken. Was ist Ihnen denn als erstes aufgefallen? Irgendwelche ersten Eindrücke aus Uganda? In der Tat, liebe Emmy, die Flüge waren lang. Wir sind ja sehr spät angekommen. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich schlafen gegangen bin, haben die Vögel gesungen. Da war ich ganz überrascht, weil es sehr, sehr laut war und ich eigentlich gedacht habe, draußen findet noch irgendwas statt. Aber die Nacht war gut. Wir haben sehr gut gefrühstückt und Alvin hat uns schon ein bisschen herumgeführt und wir sitzen jetzt am wunderschönen Viktoriasee und lassen es uns gut gehen. Und ich denke, nachher gucken wir noch, wie der botanische Garten aussieht. Und Alvin hat uns schon ein bisschen was erklärt über Uganda, warum der Name Uganda entstanden ist. Alles super interessant und vor allem auch die Stimmung ist gut.